Bei einem erneuten Pressbriefing des Science Media Center Germany. Mein Name ist Annegret Burkert. Ich bin Redakteurin für Medizin und Lebenswissenschaften hier am SMC. Heute möchten wir über das Thema Teststrategien diskutieren. Die Anzahl der neu gemeldeten Fälle geht ja nun runter, also die Bemühungen der letzten Wochen scheinen zu wirken und in die richtige Richtung zu zeigen. Am Montag hatten wir ja bereits hier ein Pressbriefing bei uns im Science Media Center, in dem es darum geht, welche Langzeitstrategien es gibt, um dauerhaft die Fallzahlen gering zu halten. Falls Sie nicht eh schon dabei waren, können Sie dieses auch auf unserer Webseite nochmal nachhören. Ein wichtiges Instrument hierfür ist es ja, einen guten Überblick über das Infektionsgeschehen zu behalten. Und das kann gelingen durch die Detektion und Überwachung des Virus mit Hilfe von Tests. Dabei spielt ja seit Anfang an der PCR-Test eine zentrale Rolle und er gilt ja auch so als Goldstandard der Testmethoden. Nichtsdestotrotz kamen die Antigen-Tests im Herbst dazu, die Möglichkeiten der Testung erweitern. Also es gibt grundsätzlich Methoden und Werkzeuge, um das Virus auf das Virus zu testen. Aber der Virus macht es einem natürlich nicht ganz so leicht und seit Ende des letzten Jahres gibt es jetzt auch neue Virusvarianten, die Kontrolle und Überwachung womöglich noch erschweren könnten, weil diese Virusvarianten Mutationen entwickelt haben, die die Virusbiologie verändern. Zum Beispiel ist die Übertragbarkeit gestiegen. Es wurde also auch dadurch erkannt, dass neben der gezielten Testung von Einzelpersonen die Überwachung der zirkulierenden Virusvarianten für die Kontrolle des Pandemiengeschehens unbedingt nötig ist. Und deshalb hat die Bundesregierung auch eine Verordnung erlassen, über ein Genom, also eine Genome Surveillance zu veranlassen, damit diese Mutationen oder die Virusvarianten, die zirkulieren, im Blick behalten werden können. Ich freue mich sehr, hier heute die anwesenden Expertinnen begrüßen zu dürfen. Alle drei haben sich seit Anfang der Pandemie mit der Testung und Kontrolle von SARS-CoV-2 beschäftigt. Und bevor ich sie Ihnen der Reihe nach hier vorstelle, möchte ich noch darauf hinweisen, dass Sie ab jetzt ja schon Ihre Fragen hier im Chat stellen können, wie gewohnt unter der Option an alle Teilnehmer, weil dann kann meine Kollegin diese Fragen mir hier auch reinreichen. Ich möchte jetzt beginnen mit Frau Privatdozentin Dr. Claudia Denkinger. Sie ist Leiterin der Sektion Klinische Tropenmedizin mit Schwerpunkt Innere Medizin, Infektiologie und Tropenmedizin am Universitätsklinikum Heidelberg. Seit 15 Jahren ist sie an der Forschung und Entwicklung von diagnostischen Tests für Infektionskrankheiten beteiligt und arbeitet auch mit der WHO zusammen an der Entwicklung von Tests für ressourcenschwache Regionen. Frau Denkinger, Sie haben ja schnell erkannt, dass die Schnelltests auch sinnvoll sein können für die Kontrolle von Covid-19 und bereits seit März vergangenen Jahres sind Sie an der Evaluation verschiedener Schnelltests beteiligt und überprüfen auch, welche Surveillance-Methoden am effektivsten sind. Und Antigentests sollen jetzt ja auch für Privatpersonen zur Verfügung stehen. Wie schätzen Sie diesen Schritt ein? Welche Chancen und Risiken sehen Sie darin? Danke, Frau Burkert. Also ich denke, Antigentests, wir haben über die letzten Monate gesehen, dass sie zum einen hoch variabel sind und dass man nicht immer den Herstellerangaben vertrauen kann. Diese Liste, die das BfArM zu Beginn aufgesetzt hat, war letztendlich unzureichend, weil sie sich nur auf die Herstellerangaben verlassen hat. Unabhängige Evaluationen waren da absolut notwendig und die sind jetzt auch mittlerweile im breiten Stil durchgeführt worden und auch in öffentlich zugänglich über Preprints oder begutachtete Publikationen. Und da sehen wir, dass es wirklich auch gute Schnelltests gibt, die die Besten darunter erkennen. Etwa 80% aller Infektionen. Und wenn man anschaut, welche die hohen Viruslasten haben, da erkennen sie 95% und drüber im Durchschnitt etwa. Und wir haben auch gesehen, und das wurde auch von anderen bestätigt, dass die Tests relativ einfach durchzuführen sind, dass sie unter einer einmaligen Anleitung letztendlich an Personen auch übergeben werden können, die keine Vorerfahrung haben. Wir haben dazu eine Studie auch gemacht zum Selbsttesten, wo wir
Personen, die einfach in eine Teststraße reingekommen sind, um sich testen zu lassen, gebeten haben, den Test selbst durchzuführen, vom Abstrich bis zum Endresultat. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und da, das war wirklich eine repräsentative Population, die da konsekutiv eingeschlossen wurde in der Teststraße. Und da haben wir gezeigt, dass die Tests mit Fehlern, aber die Fehler werden vom Testverziehen durchführbar sind. Diese Erkenntnisse beziehen sich aber immer nur auf einen Test, genau den, den wir durchgeführt haben. Und was man daraus nicht schließen kann, ist, dass jetzt alle Schnelltests, die auf dem Markt sind, sich für Selbsttests eignen. Und das ist ganz arg wichtig, dass deshalb die benannten Stellen, wie zum Beispiel der TÜV, die Tests auch für die Selbsttestung prüfen und die Benutzerfreundlichkeit zusätzlich zu der Genauigkeit untersuchen. Weil erst wenn das klar ist, dann sollte so ein Test auch für die Selbsttestung zugelassen werden. Und das steht noch aus. Also obwohl gestern die Bundesregierung die Selbsttests zugelassen hat, ist noch kein Test für die Selbsttestung zugelassen. Und das kommt hoffentlich in den nächsten Wochen. Und das muss wirklich, also da steckt der Teufel im Detail, das muss wirklich für den Einzelnen geprüft werden. Aber da sehe ich Potenzial und kann das auch noch ausführen, wo das Potenzial, denke ich, da vor allem ist. Welche Kriterien, denken Sie, sollten da bei der Überprüfung der Tests angelegt werden, also durch die Stellen? Also ich meine, die Genauigkeit, das ist, denke ich, klar. Und da hat ja das PI mittlerweile klare Vorgaben. Da gibt es auch europäische Bestrebungen, so Common Specifications festzulegen. Und das sieht ähnlich aus wie das PI. Die gehen bei der Spezifität noch hoch auf Größe 98. Und an der Anzahl der getesteten Proben und der Details der getesteten Proben gehen sie noch ins Detail, weil man kann es sich einfach machen und alle Hochviruslast Proben testen und dann eine gute Sensitivität erreichen, aber das möchte man einfach nicht. Und dann in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit, das ist nicht so standardisiert wie die Evaluation der Genauigkeit. Da gibt es Tools wie zum Beispiel der SUS-Score, System Usability Score, der ist aber recht einfach, oder auch spezifisch auf die Tests gemünzte Benutzerfreundlichkeitsevaluationen. Das muss angeschaut werden und dann muss das wirklich mit den Personen, die keine Vorerfahrung haben, machen und die das durchführen lassen, um dann auch wiederum die entsprechenden Empfehlungen zu geben, wie solche Tests aussehen müssen, also wie die Instruktionen aussehen müssen und dergleichen. Gut, ich möchte jetzt erstmal noch zu den anderen zwei Experten kommen. Ich denke, wir werden da noch mehr ins Detail gehen. Mhm. Als nächstes möchte ich Herrn Professor Dr. Florian Klein vorstellen. Er ist Direktor des Instituts für Virologie an der Uniklinik Köln. Herr Klein, Sie sind an einer Stellungnahme des akademischen Netzwerks BFAST aus dem Januar beteiligt gewesen und das befasst sich mit dem sinnvollen Einsatz von Schnelltests in der Pandemie. Darin wird festgehalten, dass die Anwendung nur durch medizinisches Personal erfolgen sollte. Ich habe so ein bisschen beim Lesen den Eindruck gewonnen, dass zwischen den Zeilen steht, dass die Schnelltests an manchen Stellen zwar helfen könnten, dass sie aber die PCR-Tests natürlich generell überhaupt nicht ersetzen können und auch nur in gewissen Kontexten sinnvoll eingesetzt werden können. Habe ich das so richtig interpretiert? Und wie und in welchen Kontexten würden Sie die Verwendung von Antigentests, also den Schnelltests, denn empfehlen? Ja, vielen Dank, Frau Burkhardt. Genau, das ist eine Stellungnahme von dem BFAST-Projekt innerhalb des Netzwerks der Universitätsklinika. Frau Denke hat ja eben schon viel zu den Schnelltests gesagt und war da auch mit beteiligt. Und da ging es vor allem darum, dass man, und das bezieht sich eben im Prinzip auf alle Teste, also wir bewerten natürlich immer bestimmte Qualitätsmerkmalen von Testen. Und danach kann man eben auch ganz gut bewerten, wie kann man solche Tests einsetzen? Und Frau Denking hat eben schon Beispiele dort gegeben. Und das ist bei anderen Testen auch so. Und wir haben ja eben in der Pandemie jetzt die Situation, dass wir, und das ist für jeden Test so, dass wir uns natürlich überlegen müssen, welchen Test setzen wir wo ein? Weil jeder Test muss ja irgendeine Konsequenz oder das Ergebnis muss irgendeine Konsequenz haben. Und dann ist es natürlich so, dass die PCR, Sie haben es eben schon gesagt, das ist der Goldstandard bei uns, das ist absolut richtig. Aber Sie haben da natürlich auch eine ziemlich lange Zeit, die Sie brauchen, bis das Ergebnis
aber bis die PCR durchgeführt wird. Das ist noch relativ, geht relativ flott eigentlich. Dann müssen aber auch das Ergebnis noch an die jeweilige Person übermittelt werden. Und dann müssen dann auch noch Schlussfolgerungen gezogen werden. Das heißt zum Beispiel, wenn das Gesundheitsamt jetzt bestimmte Maßnahmen verhängt. Und in der Pandemiekontrolle sind eben natürlich zum einen, wenn man testet, die Qualitäten ganz entscheidend, aber eben auch die Geschwindigkeit ganz entscheidend. Und das sind Dinge, die muss man einfach zusammen berücksichtigen. Und der Antigentest hat einfach den ganz großen Vorteil, dass sie sehr schnell vor Ort ohne großes Gerät Teste durchführen können. Und diese Stellungnahme bezieht sich natürlich nochmal darauf, um die aktuellen Erkenntnisse darzustellen, um auch die Limitationen dort anzugeben und auch nochmal darauf hinzuweisen, dass halt eben diese Praxisevaluation von diesen Testen, so wie Frau Denkinger das auch viel macht, dass das halt wirklich auch entscheidend ist, um zu sehen, was können wir mit diesen Testen erreichen. Und dann gibt es halt eben auch Einsatzgebiete, wo man sagt, hier ist der Einsatz von Antigenen gut und auch sinnvoll. Aber es wurde halt eben nochmal auch explizit auf die Schwierigkeiten darauf hingewiesen, weil wir immer auch mit den Situationen konfrontiert sind, dass jemand einen Antigentest macht und dann erstmal durch dieses negative Ergebnis das Gefühl vermittelt bekommt, jetzt ist ja alles gut, jetzt habe ich die nächsten Tage ja irgendwie kein Problem, ich kann alles machen. Und das sind halt eben Konsequenzen, die lassen sich aus so einem Test nicht ableiten. Und da ist einfach die Kommunikation ganz, ganz entscheidend. Und das muss man, wenn man über Testungen spricht, einfach mit berücksichtigen, dass es nicht nur ist, wie hoch ist eine Sensitivität, Spezifität von einem Test, sondern dass eben Einsatzgebiete auch bei Testen, die weniger sensitiv sind zum Beispiel, auch mal sinnvoll sein können. Wenn wir jetzt speziell noch mal kurz bei den Antigentesten bleiben, dann ist die, wenn man es mit der PCR vergleicht und sich jetzt eine Gruppe anguckt, wir haben es jetzt hier in Köln auch mal gemacht, wir haben 2000 Personen, die dort ins Infektionsschutzzentrum gekommen sind, untersucht und haben immer gleichzeitig einen Antigentest direkt vor Ort gemacht und eine PCR gemacht. Und dann finden Sie ungefähr in der Hälfte der Fälle, finden Sie, dass beide Teste positiv sind und in der anderen Hälfte ist halt eben nur der PCR-Test positiv. Da würde man jetzt erstmal sagen, oh, das klingt aber jetzt erstmal sehr problematisch, und zeigt schon, also für eine Ausschlussdiagnostik ist so ein Test eben nicht gut zu verwenden. Wenn man dann aber guckt, wer dort erkannt wurde, dann sieht es nämlich eben anders aus. Und Frau Denkinger hat da eben schon darauf hingewiesen, nämlich die, die hochpositiv waren, die hat der Test eben sehr, sehr gut erkannt. Und wir brauchen natürlich ab und zu Informationen, ja, ist da jemand positiv oder reicht uns hier zumindest für einen Moment die Information, dass da wollen wir vor allem gucken, ist jemand noch infektiös? Und das sagt der Test jetzt auch nicht. Der sagt jetzt nicht, ist jemand infektiös, aber er kann zumindest viel besser Hochpositive erkennen als jetzt eben Personen, die zum Beispiel jetzt auch schon länger infiziert sind, wo die Viruslast im Abstrich dann relativ niedrig ist. Dafür ist der Test dann halt eben nicht geeignet. Und diese Stellungnahme bezog sich eben darauf, dazu nochmal ein bisschen Klarheit zu schaffen und diese Punkte da auch nochmal mit aufzunehmen. Genau, diese Antigen-Tests, also finden ja vor allem die, die wahrscheinlich hochinfektiös sind. In welchen Umgebungen könnte diese Information denn jetzt besonders wertvoll sein? Also wirklich Leute zu detektieren, die jetzt gerade ansteckend sind. Die Frage ging an mich, oder? Ja, genau, das war eine Nachfrage. Ja, okay, alles klar. Ich will mal zum Beispiel ein Beispiel nennen. Bei uns im Klinikum ist es so, dass wir jeden neuen Patienten, der kommt, auch Untersuchungen per PCR, also so ein Eingangsscreening machen. Das ist auch sinnvoll. Wir haben aber Bereiche, das ist zum Beispiel der Kreissaal, wie in der Frauenklinik. Da wollen Sie wirklich sehr schnell ein Ergebnis haben, was nachher nochmal durch eine PCR ergänzt wird, aber wo Sie wirklich direkt so eine Information haben wollen. Und da ist zum Beispiel jetzt in so einem Klinik,
Setting ist das ein sinnvoller Einsatz dort, weil sie dann halt einige Stunden sparen und dort einige Hochpositive einfach direkt erkennen und dadurch Infektionen dann auch gegebenenfalls verhindern können. In anderen Situationen, wo sie sagen, und wir wissen ja, dass jetzt bei SARS-CoV-2, wir haben ja diese doch sehr starke Überdispersion bei der Erkrankung, das heißt also, dass ja die Infektionsketten vor allem von ja, wenigen ausgehen und viele, die auch infiziert sind, eben nicht zur weiteren Ausbreitung dann beitragen, sondern es ist, sind ja dann nur ein Teil der Infizierten. Da ist es eben auch so, dass wenn Sie jetzt zum Beispiel auch in einem Pflegeheim gucken können, wenn das dort gut gemacht ist, sehr konsequent und regelmäßig eingesetzt wird, dass Sie eben auch Hochpositive dort erkennen könnten und dadurch eben eine Eintragung auch mal verhindern können. Es muss halt immer, muss dazu sagen, wir dürfen halt, dadurch, dass der Test in seiner Sensitivität nicht so hoch ist wie die PCR und das gilt aber für alle Teste, natürlich nur ein gewisses Zeitfenster hat, darf das eben nicht dazu führen, dass man Vorsichtsmaßnahmen, was Mundschutz, sonstige Hygienemaßnahmen angeht, dadurch eben aufgibt. Und das ist immer so ein bisschen die Sorge, die bei Testergebnissen mitschwingt, dass wenn die Kommunikation ist, Test ist negativ, jetzt braucht man auf nichts weiteres mehr zu achten, dann ist das problematisch und deswegen ist diese Kommunikation bei Testungen generell halt eben auch immer ein ganz wichtiger Faktor. Genau, dazu kommen wir gleich auch nochmal. Jetzt möchte ich noch den dritten im Bunde vorstellen, Professor Dr. Dr. Tobias Kurt. Er ist Direktor des Instituts für Public Health an der Charité Universitätsmedizin Berlin. Sie sind ein Teil des Expertenteams, das die sogenannte Berliner Teststrategie leitet und betreut. Und in diesem Projekt geht es darum, asymptomatische Personen in verschiedenen Berufsgruppen wie Schulen, Kitas, Pflegeeinrichtungen zu testen, um noch besser verstehen zu können, wie und wo sich Infektionsketten auch unbemerkt verbreiten. In der nationalen Teststrategie der Bundesregierung geht es ja primär um die Testung symptomatischer Personen und deren Kontakte. Was konnten Sie bis jetzt in Ihren Untersuchungen herausfinden? Ist der Ansatz, primär symptomatische Fälle zu testen, zielführend oder sollte man da auch noch mehr auf asymptomatische Verdachtsfälle und Risikogruppen gucken? Ja, vielen Dank, Frau Burkhardt. Also die Berliner Teststrategie umfasst natürlich auch andere Themen, nicht nur die Testung asymptomatischer. Was von Anfang an aufgefallen ist, dass wir wenig Informationen haben über die Häufigkeit von SARS-CoV-2-Infektionen mit entsprechender Symptomatik oder Asymptomatik. Aber wir wussten natürlich, dass das vorkommt und entsprechend dann auch diese Personen andere infizieren können. Die Frage, die Sie am Schluss gestellt haben, wie man nun mit einer Teststrategie dem entgegentritt, ist relativ schwierig zu beantworten, weil die ganze Situation sehr dynamisch ist. Also das, was wir vom halben Jahr entwickelt haben, ist heute nicht mehr durchführbar. Ein Beispiel zu der Teststrategie mit Schnelltest, die aus verschiedenen Quellen propagiert. Wenn man regelmäßig die Bevölkerung zweimal pro Woche testet, dann habe ich im Durchschnitt, reduziere ich die Wahrscheinlichkeit der Virusübertragung und damit reduziere ich auch die Infektionsraten. Dadurch, dass die Sensitivität, ich muss leider auf die Sensitivität wieder zurückkommen, ja nicht oder alles andere als perfekt ist. Die 80%, die Frau Denkiger beschrieben hat, bezieht sich wahrscheinlich auf symptomatische Personen. In asymptomatischen Personen sieht es nicht ganz so gut aus. Das heißt, ich verpasse Infizierte. Jetzt kann man sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass der Test anschlägt, ist bei Personen, die eine hohe Viruslast haben, größer, das ist richtig. Wäre mit dem normalen SARS-CoV-2-Virus okay. Durch die neuen Mutationen habe ich aber eine andere Situation, wo ich weiß, der Virus überträgt sich wahrscheinlicher als die alte Mutation. Es gibt andere Mutationen, die das Gleiche machen. Das heißt, hier ist ein Balancieren praktisch die Detektion und je mehr sie jetzt durchrutschen lassen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit der dann stattfindenden Übertragung, kommen sie hier nicht mehr vor die Welle sozusagen, sondern bekommen das Ganze leider nicht in den Griff. Insofern sind Hoffnungen, dass man auf Bevölkerungsebene flächendeckend jetzt Schnelltests durchführt, um die Situation in den Griff zu bekommen, wahrscheinlich nicht zutreffen. Insofern muss man, wie Herr Klein das auch gesagt hat, sich sehr gut überlegen, in welchem Setting man diese Tests einsetzt. Man muss sehr intelligent vorgehen. Man muss wahrscheinlich auch wiederholt testen,
um eben diese Zeitfenster auch bei Personen richtig zu erwischen, dass man Infektionswahrscheinlichkeiten eben abbilden kann. Schnelltests sind ja keine Therapie für den Virus. Ich weise ihn nur nach und die Konsequenz ist manchmal auch nicht so klar. Wenn ein Schnelltest positiv ist, den ich zu Hause durchführe, welche Konsequenz hat das? Muss ich einen PCR nachschalten? Muss ich dann erstmal zum Gesundheitsamt? Also ich schicke die Person durch die halbe Stadt, dann wieder zurück oder ich teste in der Schule. Dann ist die Person in der Schule. Was mache ich dann? Wie lange ist die Quarantäne und so weiter? Das sind Dinge, die glaube ich, geklärt sein müssen und wir uns relativ schnell Gedanken machen müssen, wie weit wir das einsetzen können und in welcher Zielpopulation das sozusagen geschehen kann. Haben Sie denn jetzt in Ihren Untersuchungen schon Risikogruppen identifizieren können, in denen Infektionen häufig auch unerkannt auftreten? Also ich glaube, das, was wir wissen, sind die gewissen Altersverteilung von positiv Getesteten. Es gibt die Konsequenzen haben, krank werden. Es gibt die eine Altersgruppe in der Regel von 15 bis ungefähr knapp 60, die eben ein höheres Infektionsrisiko trägt und da auch vielleicht etwas wahrscheinlicher dann die Infektion weiterträgt. Dass man jetzt mit bestimmten Berufsgruppen, selbstverständlich, je mehr ich mit Infizierten zu tun habe, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit und deswegen ja auch die entsprechenden Schutzmaßnahmen, die getroffen werden. Und es gelingt eben leider nicht, das komplett auszuschließen, dass sich dann diese Berufsgruppen dann auch infizieren, was ja auch immer wieder berichtet wird. Wie viele Schnelltests werden denn derzeit für Massentests in bestimmten Settings überhaupt verfügbar? Brauchen wir da eine Priorisierung, wer da Vorrang haben sollte? Und wenn bald alle testen dürfen, sobald sie zertifiziert sind, wer sollte die verwenden können? Also genaue Zahlen habe ich jetzt nicht, da wird Frau Denkiger vielleicht mehr wissen als ich. Wir haben das ja schon vor Monaten diskutiert, da waren jetzt nicht genügend Schnelltests zur Verfügung, um größere Bevölkerungsgruppen jetzt eben durchzutesten. Da war ganz klar, dass eben bestimmte Settings wie Pflegeheime oder andere Risikoinstitutionen bevorzugt dann ausgestattet werden sollen. Im Moment überlegen wir uns auch in Berlin, ob man zum Beispiel im Schulsetting Schnelltests einsetzt, aber durch die Problematik mit der Mutation, mit den unklaren Sensitivitäten beziehungsweise den unklaren Konsequenzen ist das nicht ganz so einfach und trivial. Frau Denkinger, wollen Sie das noch ergänzen? Ja, gerne. Also grundsätzlich sind die Tests sehr einfach herzustellen. Und wenn Sie heute den Firmen sagen, wir brauchen 20 Millionen, dann werden sie erstmal sagen, nein, geht nicht. Aber wenn sie ihnen Vorlaufzeit geben, dann ist es absolut schnell möglich, die Kapazitäten hier hochzufahren, weil weder die Reagenzien und Komponenten der Tests noch die Herstellung komplex ist. Also ich denke, dass die Verfügbarkeit da wäre, wenn ein bisschen vorgeplant wäre. Wenn jetzt die Antigen-Tests auch im Privaten verwendet werden, die Kritik ist ja auch häufig, dass dann nicht direkt immer gemeldet wird, wenn dann ein positiver Test vorlag und dass vielleicht so ein bisschen der Überblick auch über das Infektionsgeschehen verloren gehen könnte. Wie denken Sie, besteht da die Gefahr, ist das ein Risiko der Schnelltestung sowohl im Privaten, also auch vor allem im privaten Bereich? Wenn die Frage an mich ist, ich denke schon, dass es ein Problem ist, wenn Sie natürlich selber zu Hause testen, der Test ist positiv und Sie das dann nicht melden, dann haben Sie wahrscheinlich einen Fall dann, der in den Statistiken nicht auftritt. Also das ist ein großes Problem. Es muss ganz klar sein, dass wenn es positiv ist, dass eben eine gewisse Kaskade erfolgen muss, hat aber auch Konsequenzen, nicht nur für die einzelne Person, meistens auch für die komplette Familie. Insofern ist schon die Gefahr, dass eben positive Testresultate vielleicht ohne Symptomatik dann auch nicht gemeldet werden. Ja, bisher wissen wir, also Frau Denkinger, bitte. Darf ich vielleicht hier noch ansetzen? Also ich denke, es wäre wichtig, wenn man die Leute auf die Resultate reagieren lässt. Denn ich meine, wenn wir Personen, die positiv sind, wäre das, der sich da nicht meldet? Das wäre jemand, der eine Konsequenz aus einem positiven Testresultat hat, weil er zum Beispiel nicht zur Arbeit geht und dann vielleicht die Arbeitsstelle in Gefahr ist. Insofern sind das vor allem sozial schwache Personen, die da nicht kommunizieren würden.
für die anderen, denke ich, wenn man das richtig, wenn man die Personen richtig aufklärt, und ich denke, das ist das Wichtigste in der Planung jetzt, wo die Selbsttests auch kommen werden, dass man wirklich, wie Herr Klein auch gesagt hat, Kommunikation ganz vorne ranstellt und Aufklärungskampagnen, so wie sie für Gurte im Auto und für HIV-Selbsttests gelaufen sind. Denn wir müssen hier aufklären und sagen, der Test ist, wenn positiv ist, dann muss man in die Isolation. Und diese frühe Isolation, das zeigen ja mittlerweile einige Studien und Modellierungen, hat wirklich eine Konsequenz auf die Pandemie, weil die meisten Übertragungen sind in der frühen Phase der Infektion. Wenn man die durch frühe Isolation reduzieren kann, dann kann man dann Mehrwert erreichen. Und dann eben die PCR. Die Selbsttests oder die Schnelltests werden oft für ihre Spezifität auch kritisiert. Ich kann sagen, dass wir hier in Heidelberg mittlerweile fast 40.000 Leute getestet haben, sowohl symptomatisch als auch asymptomatisch. Das sind Personen, die für elektive Prozeduren ins Krankenhaus kommen. Und hier haben wir aus 10 Positiven eine, die falsch positiv ist. Das heißt, für 40.000 haben wir etwa 400 Positive gehabt. Und aus denen waren 40 falsch positiv. Insofern, es ist eine geringe Anzahl, die danach getestet werden muss und die tatsächlich dann auch sich als falsch positiv erweist. Und deshalb ist das Problem der Spezifität eigentlich geringer. Und wenn ich darf, dann würde ich noch einen Kommentar machen zu asymptomatisch versus symptomatisch, weil mir das sehr am Herzen liegt. Letztendlich haben wir auch Studien, die zeigen, dass der Verlauf der Viruslast, und ich würde mich freuen, da Herrn Klein auch zu hören dazu, dass die Viruslast bei den Asymptomatischen sehr ähnlich ist wie bei dem Symptomatischen. Vielleicht geht es ein bisschen früher runter, aber im Endeffekt geht sie gleich hoch. Das haben komparative Studien gezeigt. Insofern ist der Unterschied der Schnelltests eigentlich nicht gegeben, wenn der Test zum gleichen Zeitpunkt gemacht wird in der Infektion wie von einer symptomatischen Person. Das Problem ist, dass wir keinen Bezugspunkt haben. Wir haben den Bezugspunkt nicht. Die Person hat jetzt einen Kontakt gehabt. Das heißt, sie müssten jetzt in der ersten Woche sein. Das heißt, wenn wir Kontakte testen, dann haben wir die fast identischen Sensitivitäten wie die für die symptomatischen, weil da wissen wir, der Kontakt war kürzlich. Wenn wir jede beliebige Person testen, so wie hier im Krankenhaus, dann haben wir solche Sensitivitäten von um die 40-50%, weil wir halt auch die gesamte zweite Woche der Infektion erfassen, wo aber die Viruslasten so gering ist und wo die Bedeutung auch für die Transmission, die Übertragung relativ gering ist. Nicht in einem Umfeld wie im Krankenhaus, wo man enge Kontakte hat, aerosolproduzierende Prozeduren und in einem Pflegeheim, wo man sehr nah an die Personen kommt zum Pflegen, aber und deshalb ist das auch für diese Indikationen eher weniger gut, aber in einem Screening haben diese 50% einen enormen Mehrwert und wenn man den Kontakt weiß, dann kann die Sensitivität identisch sein zu symptomatischen. Herr Klein, können Sie uns da auch nochmal aufklären, was die Viruslasten angeht bei symptomatischen und asymptomatischen Personen und jetzt auch, was weiß man jetzt schon bei den Varianten? Können Sie da noch was hinzufügen? Also da hat, glaube ich, Frau Denkiger das eigentlich schon gut zusammengefasst. Es ist auch bei uns so, jetzt auch in der Studie, die ich jetzt gerade schon mal erwähnt hatte, dass wir da ganz gut bei den Symptomatischen dann ja sagen können, okay, wann wurde der Test durchgeführt, wie lange waren die Symptome her? Und da sieht man dann halt eben, dass der Test dann nach 10 Tagen oder 8-9 Tagen, glaube ich, war das, so in dem 9 Tagen, Entschuldigung, da wir eigentlich kaum noch Positive sehen. Aber das ist genau die Situation, da gehen wir schon ohnehin davon aus, dass zumindest die Wahrscheinlichkeit für eine Übertragung bei jemand, der sich jetzt auch wieder gut fühlt, wirklich extrem gering ist. Und das muss man halt eben mit berücksichtigen. Und deswegen kann ich dem da so zustimmen. Was und bezüglich der Varianten, können Sie da schon irgendwas sagen? Verändern die Viruslasten oder die Symptomatik? Also zu den Viruslasten gibt es ein paar wenige Untersuchungen.
Ich glaube, das muss man wirklich noch sich ein bisschen genauer anschauen, ob es dann wirklich die Höhe ist der Viruslast. Im Moment ist ja eher die Hypothese, dass die Menge der Viruspartikel, die sie brauchen, letztendlich um eine Infektion zu setzen, dass die geringer ist als bei der Wildtyp-Variante. Und das würde ich auch, da hat man irgendwie verschiedene Punkte, die das zumindest ganz gut nahelegen würden. Und dadurch kommt es halt eben dann in so einer Situation zu einer höheren Infektiosität. Und dann haben sie einfach eine Erhöhung des R-Werts und stecken halt, jede Person steckt im Schnitt dann eben mehr Personen an unter den gleichen Maßnahmen als mit dem, ich nenne es jetzt mal Wildtyp, mit dem wir es bisher zu tun haben. Also das ist für das Infektionsgeschehen, die neuen Varianten, in jedem Fall ein Problem für uns. Wir sehen das ja in verschiedenen Ländern und deswegen ist dort die Detektion und auch der schnelle Eingriff und die intensivierten Maßnahmen, wenn immer wir jetzt auch aktuell in Deutschland solche Varianten detektieren, ganz entscheidend, um die Ausbreitung so gut es geht natürlich zu stoppen. Das wäre das Wünschenswerte, aber auch eine Verlangsamung, weil man immer so das Argument hört, ja, die Varianten sind jetzt ja eh schon hier, das klingt immer so, dann können wir jetzt ja gar nichts mehr tun. Also da muss man unbedingt gegenhalten und sagen, das stimmt, wir sehen jetzt die Varianten hier. Gerade deswegen ist es so wichtig, dass man unbedingt dort ganz intensiviert vorgeht und die Ausbreitung stoppt. Ja, in Köln hat man sich ja auch vorgenommen, die Ausbreitung der Varianten besonders intensiv zu verfolgen. Herr Hallig erwähnte am Montag, dass der Anteil der Virusvarianten aktuell so bei 5% liege. Wie kommen Sie zu dem Ergebnis und wie repräsentativ ist das jetzt nicht nur für Köln, sondern vielleicht für Gesamtdeutschland? Ja, also repräsentativ, das ist immer ganz schwierig. Wir haben da ja, was die auch die Meldungen im Moment angeht, fügt sich das ja gerade erst zusammen. Also das ist im Moment noch schwierig zu bewerten. Wir haben in Köln ja in der Tat sehr früh dann mit dem Gesundheitsamt gesprochen, haben gesagt, dass wir versuchen wollen, alle positiven Fälle in Köln direkt auf die Varianten zu untersuchen. Und zwar eben nicht mit Sequenzanalyse, weil das dauert halt eben, das dauert eine Woche mindestens oder kann auch schon mal ein bisschen länger dauern, sondern eben mit sogenannten Marker-PCRs. Das heißt, das ist bei uns eine PCR-Strategie, die wir direkt am Folgetag dann durchführen. Und das heißt, dass wir auch dem Gesundheitsamt dann sehr schnell sagen können, im Prinzip einen Tag nach dem positiven Ergebnis oder ab und zu ist es auch noch am gleichen Tag, dass es sich dort um eine Variante handelt und dass hier wirklich besondere Vorsichtsmaßnahmen geboten sind. Und das kann unser Gesundheitsamt auch machen. Die gehen dann auch wirklich intensiviert dort vor. Und das sehen wir als ganz entscheidend an, um halt eben schnell zu wissen, womit haben wir es zu tun, wo haben wir auch Ausbrüche dazu und dann dementsprechend sehr intensiv zu reagieren. Wissen Sie, ob das nur in Köln gemacht wird oder eine deutschlandweite Strategie ist, diese PCR-Tests hinterherzuschieben bei positiven Ergebnissen? Also es wird mittlerweile schon vielerorts gemacht. Viele, vor allem virologische Institute, machen das schon. Und da finden auch aktuell ganz intensive Absprachen statt zwischen den Instituten, zwischen den Laboren. Man hat das, glaube ich, schon erkannt, dass das extrem wichtig ist, weil uns da die Sequenzanalytik einfach für die direkten Maßnahmen dann einfach zu spät kommt. Und da finden im Moment viele Gespräche statt und man versucht das halt jetzt auch an anderen Orten so umzusetzen. Ja, ich möchte nochmal zurückkommen auf die Meldung der Tests, Herr Kurt. Bisher wissen wir ja nur, wie viele PCR-Tests die Woche gemacht werden. Halten Sie die Angabe der Menge durchgeführter Antigen-Tests auch für sinnvoll für die Bewertung des Infektionsgeschehens oder reichen eigentlich die PCR-Ergebnisse aus? Also die Zahlen für die PCR-Tests sind natürlich extrem wichtig. Wenn die Antigentests hinzukommen, ist die Frage, was messe ich? Messe ich ausgegebene Tests, ohne zu wissen, ob sie letztendlich auch eingesetzt worden sind? Oder kann ich irgendwie die Information bekommen, ob diese Tests durchgeführt worden sind und welche Ergebnisse herausgekommen sind? Wäre natürlich wünschenswert, dass wir die Ergebnisse auch bekommen würden. Wenn man das zu Hause dann durchführt, ist irgendwann natürlich auch dann nicht mehr möglich, dass man jetzt jeden zweiten Tag zum Beispiel dann
sagt, okay, ich habe getestet, mein Ergebnis ist so und so, da brauchen wir entsprechende Instrumente, die das dann zulassen, die wir meines Wissens nicht haben. Ich möchte nochmal unterstreichen, was Herr Klein gerade gesagt hat, warum es gerade auch so wichtig ist, dass wir versuchen, die Zahlen so niedrig wie möglich zu halten, weil diese Kaskade Rückinformationen an die Gesundheitsämter mit entsprechenden Maßnahmen, entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, dass man sagt, die Mutation ist bei einer Person aufgetreten, hier müssen andere Maßnahmen gelten, wird zunehmend wichtiger. Und insofern, das geht nur, wenn ich niedrige Infektionszahlen habe. Sobald ich über eine bestimmte Schwelle bin, das haben wir ja auch gesehen, klappt das nicht mehr. Und dann kann ich den Prozess nicht mehr so gut stoppen. Also es ist wirklich ganz wichtig und es ist ganz entscheidend, dass diese Tests jetzt gefahren werden, dass die Mutationen aufgedeckt werden. Und es wäre wünschenswert, wenn das auch in Zukunft flächendeckend, so gut es eben geht, umgesetzt werden kann, dass ich nicht erst warte, bis ich die Information woanders herbekomme, sondern selber in Deutschland auch weiß, was konkret hier vor sich geht, auf Bevölkerungsebene. Möchte noch jemand was ergänzen? Dann, weil aktuell ist es ja so, dass die Testkapazitäten, die wir in Deutschland haben, ja nicht komplett ausgereizt werden. Also ich glaube, da wir haben eine Kapazität von 1,9 Millionen. Diese Woche war es deutlich weniger. Die akkreditierten Labore der Medizin haben auch wieder gemeldet, dass sie weniger Tests durchgeführt werden. Sollte das mehr ausgereizt werden? Also gerade weil die Tests ja so wichtig sind und um das Infektionsgeschehen besser zu kontrollieren, sollten mehr Tests durchgeführt werden. Egal wer. Ja, Frau Denkinger? Also ich denke, zwei Kommentare dazu. Also grundsätzlich mal würde ich sagen, ja. Und ich denke, eine Möglichkeit wäre eben, indem man die Reflexstrategie fährt, wo man Antigentests jetzt zum Beispiel in den Schulen in Berlin oder Baden-Württemberg ist es hoch im Gespräch, sicherlich auch in Köln, hochfährt und dann die Reflextestung mit PCRs nutzt. Aber ich denke, also Reflextestung ist die Nachtestung? Die Nachtestung zum Positiven, Entschuldigung, ja danke. Der andere Aspekt ist, warum werden so wenige getestet? Ich denke, zum einen ist es, dass wir aktuell immer noch die RKI-Vorgabe haben, dass Personen, die kein hohes Risiko haben, sich nur testen lassen können, wenn sie es schwere und sehr klassische Symptome haben. Da eine Barriere zu reduzieren, in Heidelberg wird es bereits gemacht. Wir testen alle, jeden, der will. Aber interessanterweise hat es eigentlich die Testzahlen nicht verändert. Und zumindest von der Erfahrung hier, denke ich, ist das Problem auch, dass die Tests nicht sehr leicht zugänglich sind. Und ich habe beruflich auch in Südkorea zu tun. Da war die Konsequenz, als sie die Testmüdigkeit letztendlich gesehen haben, dass sie eben in die Städte gegangen sind und auf den Marktplätzen Tests zur Verfügung gestellt haben. Und ich fand es interessant, weil gerade Südkorea ist ja am Anfang durch sehr in der Kritik auch gestanden wegen dieser Corona-App, wo Leute nachverfolgt werden, wo Datenschutzrechte, wie sie bei uns Standard sind, nicht unbedingt umgesetzt worden sind. Aber dort kann man sich mittlerweile anonym testen lassen, weil man dann einfach den Personen selber die Verantwortung gibt, dass wenn es positiv ist, dass sie sich melden oder entsprechend isolieren. Und das heißt, man kann zu einem Marktplatz gehen, einen Stand gehen, einen Test machen lassen, das Test, den Streifen mitnehmen oder PCR auch, also es gilt für sowohl PCR als auch Antigentests und kriegt dann ein anonymes Testresultat. Und ich denke, das ist die Barriere runterzufahren zum Testen, dass wenn Leute sich Sorgen machen, dass sie in einer Cluster-Situation waren, dass sie kommen können. Ich denke, das wäre auch mit den wichtig als auf alle Fälle eine erste Strategie, bevor wir denken, dass wir jeden in Deutschland zweimal in der Woche testen. Ich denke, das macht Sinn in Situationen, wo man Hygieneregeln schwer einhalten kann. Das heißt, in Schulen, vor allem in den kleineren, also in jüngeren Klassen, in Betrieben, wo es einfach manchmal nicht richtig geht, Fleischereien, alles, aber auch Großraumbüros. Für die allgemeine Bevölkerung, denke ich, die Barriere runterzufahren zum Testen und damit dann auch wieder fürs Reflextesten die PCR-Kapazität auszunutzen, denke ich, wäre sinnvoll. Also würden Sie denken, dass die aktuelle RKI-Strategie überarbeitet werden sollte? Und welche Punkte wären dann nochmal besonders wichtig? Das können auch gerne alle beantworten, Herr Kurt.
Vielleicht noch dazu, also vielleicht muss man gerade auch sagen, dass es ganz gut ist, dass wir noch ein bisschen Reserve haben. Wenn wir ein Anziehen der Infektionszahlen haben oder eine Ausdehnung der Schnelltest mit den entsprechenden fehlerhaften Testresultaten, sind wir ganz schnell wieder am Limit, da wo wir auch schon waren, wo man auch keinen Testtermin bekommen hat oder auf sein Testergebnis auch einige Tage hat warten müssen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir testen. Frau Denkinger hat das gerade sehr eindrucksvoll erklärt und das ist auch richtig. Und die Schwelle sollte natürlich auch so sein, dass man einfach nicht großartig darüber nachdenkt, sondern sobald ich den kleinsten Gedanke habe, dann mich auch testen lasse, weil das wichtig ist, um die Infektionszahlen zumindest zu wissen. Kontrollieren ist nochmal eine andere Geschichte. Nur, wenn das Ganze exponentiell wieder ansteigt, bin ich ganz schnell in einer Situation, wo diese Testkapazitäten eben nicht mehr ausreichen. Das sollte man nicht vergessen. Ja. Also sollte nochmal zurück also zu der Frage, ob die RKI-Teststrategie angepasst sollte, also ob auch asymptomatische oder einfach Bürger, die der Meinung sind, ich könnte da in einer Situation gewesen sein, in der mich angesteckt haben könnte, ermöglicht werden, dass die sich testen lassen können. Herr Klein, ja, Herr Kutten, die nicken. Herr Klein, wie sehen Sie das? Ja, also ich bin auch für ein ganz niederschwelliges Testen. Weil wir wissen, die Symptome am Anfang, wenn welche vorliegen, sind unspezifisch und dem muss man im Prinzip auch Rechnung tragen und deswegen, das ist, machen auch die meisten Kliniken so, ja, die bieten schon, ihr sagen ihren Mitarbeitern, also wenn ihr irgendwelche Symptome habt, unbedingt testen lassen, wir sehen das in vielen Kliniken, wenn es auch zu Ausbrüchen kommt, sind häufig dann immer dann noch mal Personen, die eben dann doch schon ein paar Tage symptomatisch waren oder wo man dann vielleicht sowas auch, also wo man einfach sieht, wie wichtig das ist. Und Frage zu Zugang und Möglichkeiten, also das ist halt, wenn wir jetzt über PCR-Testung sprechen, wirklich wichtig. Also es muss dann natürlich einfach zugänglich sein. Es muss eine schnelle Testung erfolgen und es muss halt eben auch eine schnelle Kommunikation dann erfolgen, damit es halt eben auch eine Konsequenz hat. Wenn Sie 5 Tage, es kommt in Deutschland so nicht vor, aber auf Ihr Ergebnis warten, dann muss man sagen, dann ist das einfach zu spät. Dann ist die Wertigkeit auch von so einem Test natürlich wirklich nur noch begrenzt. Und da, glaube ich, können wir Dinge auch noch besser machen. Man muss jetzt aus Laborseite gesprochen schon sagen, dass wir sind im Moment, Sie haben es eben gesagt, ein bisschen bei knapp über 1 Million Teste, die so pro Woche durchgeführt werden. Kapazität wird so ungefähr mit dem Doppelten aktuell angegeben. Aber die Ressourcen, auch die zur Verfügung stehen, da gibt es, also die sind schon in einer gewissen Weise endlich. Und zumindest muss man rechtzeitig halt gucken, dass man auch an, also unabhängigen Stellen dann auch nachproduziert und um Möglichkeiten fürs Testen zu haben. Und das muss man schon ein bisschen berücksichtigen. Und da muss man halt eben auch Dinge nutzen, haben wir jetzt heute noch nicht so drüber gesprochen, wir haben ist viel diskutiert worden, Pooltesten. Das sind einfach Möglichkeiten, wo Sie je nach Prävalenz der Infektionslage oder der Infektion natürlich mit den sensitiven Methoden, die wir haben, einfach das auch hochskalieren können. Und darum, ja. Können Sie das einmal erklären, was Sie mit Pooltesten meinen, an einem Beispiel? Genau, also was damit gemeint ist, ist, Sie nehmen Proben von mehreren Personen und fügen dann diese Probe zusammen, auf verschiedene Modelle dazu und testen dann diese gesamte Probe. Also testen sozusagen alle 10 Proben mit einer PCR auf einmal. Und wenn die dann negativ ist, dann haben Sie eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass alle Personen auch negativ sind, weil eben die Methoden so sensitiv sind. Wenn eine positiv ist, dann wissen Sie natürlich nicht, wer von den 10 oder können auch mehrere sein, positiv ist. Dann müssen Sie nachtesten. Geht das auch mit Antigentests? Das lässt sich mit Antigentests nicht machen und da hat die PCR deutlich einen Vorteil. Es gibt dazu ja Konzepte, wo das angewandt wird. Über Schulen haben wir heute noch weniger gesprochen. Da gibt es auch mehrere Ideen dazu, dass sie quasi im Klassenverband testen. Und da kommen eben Dinge zusammen, die man
ja, wo wir noch, glaube ich, Möglichkeiten haben. Das ist zum einen eben bei diesen Ideen wie Pooltestungen mal ganz allgemein und eben auch Testungen, die Arbeit, die vor der eigentlichen Untersuchung liegt, möglichst zu, ja, das zu nutzen, was wir, wenn wir es dezentralisieren, auch noch zur Verfügung haben. Also ich nehme mal ein Beispiel. Wenn Sie uns 1000 Proben schicken für Pooltestungen und wir die bei uns im Labor poolen, dann ist das natürlich für uns sehr, sehr viel Arbeit, wenn das direkt vor Ort gemacht wird und dort einfach jeder sein Stäbchen schon in ein gemeinsames Gefäß wirft, dann kann eben sehr viel Entlastung auch für die Labore passieren. Und Sie haben eben dann, können dort Konzepte aufbauen, womit Sie viel testen können und zumindest was Surveillance und diese Fragen angeht, sich ein sehr, sehr gutes Bild verschaffen können. Ja, danke. Nochmal eine Frage an die anderen beiden. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass man die Zugangsschwelle für die Tests senken sollte. Unter welchen Umständen sollten denn zertifizierte Schnelltests vielleicht kostenlos verfügbar gemacht werden? Also gerade im Hinblick auf soziale Ungleichheit, dass sich die Tests vielleicht nur Menschen leisten können, die genug Geld haben. Genau. Welche Konzepte könnten Sie sich da vorstellen? Ja, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Das sollte geschehen, dass die Personen, die sich testen lassen wollen, dass die Möglichkeit bekommen, dass es kein Geld für diese Person eben kostet. Und entsprechend, Frau Denkinger hat es vorhin auch angesprochen, die Konsequenzen von positiven Testresultaten entsprechend auch abgefedert werden. Ein ganz wichtiger Faktor. Wollen Sie noch was ergänzen, Frau Denkinger? Nein, gut, dann möchte ich Sie auch alle nochmal fragen, also wenn wir jetzt das schaffen, die Fallzahlen weiter stark zu senken und auch unten zu halten, welche Frühwarnsysteme können uns denn zukünftig helfen, frühzeitig mitzubekommen, was los ist, ohne in die nächste Welle reinzurennen? Also welche Methoden gibt es vielleicht noch? Wer möchte starten? Frau Denkinger. Oder Herr Kurt, bitte. Ja, ich kann gerne anfangen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, was man unbedingt beachten muss. Es ist eine dynamische Situation. Man muss es immer wieder anpassen. Man muss auch sehr gut überlegen, welche Möglichkeiten man hat. Der Kleine hatte gerade verschiedene Testmöglichkeiten auch angesprochen. Was wir brauchen, ist auf jeden Fall, dass die Tests durchgeführt werden, dass wir einen Einblick haben auf die Bevölkerungsebene. Eine Pandemie oder Epidemie findet auf Bevölkerungsebene statt. Da gibt es viel zu wenig Evidenz, was in der Bevölkerung eigentlich los ist. Und hier müsste eigentlich viel regelmäßiger, repräsentativ idealerweise, aber das kann man vielleicht anders lösen, getestet werden, um die Situation eben zu kennen. Auch die Situation der sogenannten asymptomatischen Verläufe, um eben zu wissen, welche Gefahren ich habe, beziehungsweise ein regelmäßiges Testen auch auf Mutationen, um frühzeitig zu reagieren und eine bessere Vernetzung der Institutionen, was ja auch versucht wird, Gesundheitsämter, die entsprechenden Speziallabore, die Kliniken und hier laufen die Bestrebungen, das wirklich zu optimieren, aber eine Mischung aus Tests, eine Mischung aus Evidenz kreieren, weil letztendlich auch die Bevölkerung das ausbaden muss, was dann als Konsequenz im Sinne von Intervention stattfindet. Hier sollte einfach noch besser überlegt werden, wie ich das regelmäßig durchführen kann. Und ich kann Herrn Kutter absolut zustimmen. Ich denke, Sentinel Surveillance ist was sehr wichtig ist. Das heißt, dass man so repräsentative Kohorten testet. Und es kann sein, dass man immer wieder die gleiche repräsentative Kohorte regelmäßig testet, unabhängig von Symptomen, um einfach zu wissen, was passiert in der Bevölkerung. Und wenn man solche Sentinel Sites über Deutschland verteilt, dann kann man da, glaube ich, eine gute Überblick bewahren. Und man kann auch das, was Sie vorher angesprochen haben, dass wenn die Leute, wenn das Report-System für die Selbsttests nicht so gut funktioniert, trotzdem wissen, was passiert wirklich, ist extrem aufwendig. Wir haben das versucht mit der Virusfinder-Studie in Heidelberg, das zu machen. Also es ist extrem aufwendig, aber ich denke, es ist sinnvoll und wenn das zentral organisiert wird, auch wahrscheinlich besser machbar.
Ja, die Zeit läuft uns davon. Das haben Sie schon sehr schön zusammengefasst. Auch nochmal an Herrn Klein die Abschlussfrage. Welche Frühwarnsysteme und welche Testmöglichkeiten sollten wir sinnvoll einsetzen, um die Ausbreitung von Covid-19 zukünftig weiterhin bestmöglich zu kontrollieren? Ja, also ganz generell ist Testen wirklich ein Baustein jetzt, um mit die Pandemie in den Griff zu bekommen. Aber es ist eben ein wichtiger Baustein. Und da müssen wir alles nutzen, was wir eben einsetzen können. Da haben wir, glaube ich, auch noch ein bisschen Platz. Wir müssen sozusagen alles technisch nutzen, was uns zur Verfügung steht. Und dann hängt es, das schließt an das an, was Herr Kurt gesagt hat, es hängt natürlich von der Situation ab. Wenn Sie aktuell ein Ausbruchsgeschehen haben, ist einfach die Teststrategie eine andere, als wenn Sie sagen, wir haben jetzt eine sehr niedrige Zahl und darauf wollen Sie, glaube ich, gerade hinaus, Frau Burkhardt, wir haben jetzt eine sehr niedrige Infektionszahl und dass wir dann eine Surveillance machen mit Sentinel-Proben, mit wirklich einem Surveillance-System, wo Sie sehr schnell auch erkennen, okay, hier kommt es wieder zu Infektionen und in diesen Bereichen kommt es zu Infektionen. Ja? Und da muss man sich natürlich auch angucken, wir haben, ich will es vielleicht nicht blinde Flecken nennen, aber wir haben schon auch immer wieder Bereiche in Deutschland, wo wir eine ganz eine wirklich unklare Idee darüber haben, wie dort die Infektionslage ist. Da gibt es häufig vielleicht auch Sprachbarrieren, da gibt es irgendwie, das ist das Angebot nicht so gut und so weiter. Und da denke ich, müssen wir auch viel tun, dass wir dort Angebote schaffen, die für jeden leicht zugänglich sind und wo wir Infektionsketten einfach schnell erkennen und dort schnell eingreifen können. Ja, dann bedanke ich mich bei Ihnen dreien ganz herzlich dafür, dass Sie hier die ganzen Fragen beantwortet haben. Ich danke auch den Journalistinnen, dass sie so zahlreich Fragen gestellt haben. Ich möchte noch darauf hinweisen, den Videomitschnitt gibt es bald, also in wenigen Stunden auf unserer Webseite zum Nachsehen und auch das Transkript stellen wir Ihnen spätestens morgen früh zur Verfügung. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Danke Ihnen, Frau Burkhardt. Vielen Dank. Danke. Auf Wiedersehen. Tschüss. Okay.